So, ihr Lieben, weiter geht's natürlich auch hier in Russian Fishing 4. Es ist, 2021. Erstes Video in 2021. Und es ist auch mit dem YouTube-Account endlich soweit. Level 22 ist erreicht. Also, jetzt endlich mit Level 22 gehen wir shoppen. Und wir haben jetzt lang genug gewartet. Und ja, es gab im letzten Livestream auch noch wirklich lange Pro- und Contra-Diskussionen, was man sich denn wohl am besten holen soll. Und ja, hier in den heiligen Hallen, machen wir mal ein bisschen leiser, in den heiligen Hallen hier am Volcho gehen wir jetzt shoppen. Also, die Diskussionen gingen hin und her und rauf und runter. Und letzten Endes hat meine eingefahrene Sichtweise auf das Ganze, die habe ich dann doch geändert und habe mir gedacht, ja, es ist ja richtig, gesagt habe ich ja auch, für diesen Account komplett auf Spinning und Stippen. Demzufolge bin ich von den Angelrouten, von den Spinrouten weg und bin dann tatsächlich direkt auf die Baitcast-Routen gegangen. Und habe mir jetzt eine Baitcast geholt und eine passende schwere Baitcast-Rolle. Das erste Mal, dass ich das überhaupt so relativ schnell auch, jetzt gerade hier mit Level 22, das erste Mal so gemacht habe. Ja, warum? Weil ich mache eh kein Grundangeln hier mit diesem Account. Oder großartig irgendwie mit den Bollo-Routen oder sowas. Auch alles nicht. Stippe und Spinning, nichts anderes. Alles andere kann ich auf einem anderen Account machen. Und demzufolge ergibt sich quasi, ja, dass ich dann tatsächlich auf Baitcast gehe. Und preis-leistungsmäßig ist es dann tatsächlich hier die Super Duty geworden. Die Super Duty CST78H. 24 Kilo Tragfähigkeit. Wurfgewicht 14 Gramm bis 70 Gramm. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Das Wurfgewicht mit dieser Route ganz anders. Also da geht deutlich leichter. Da geht deutlich leichterer Köder. Also ja mal, man kann ihn zumindest vernünftig weit rauswerfen. Warum jetzt so? Ja, wie schon gesagt, weil nichts anderes als diese zwei Angelmethoden. Das macht keinen Sinn, am Anfang darauf zu gehen, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr vielleicht doch noch auf Pose oder auf Bollo und Matchroute gehen wollt. Oder wenn ihr noch gar nicht wisst, ob ihr vielleicht doch nach 3 Wochen Spinning keinen Bock mehr habt und dann doch vielleicht lieber aufs Grundangeln wieder gehen wollt, weil ihr auf einmal alle wieder Karpfen fangen und ihr euch denkt, ja scheiße Alter, ich will auch Karpfen fangen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dann das Geld dafür auszugeben. Wenn ihr aber genau wisst, Alter, Karpfenangeln, Grundangeln, Posenangeln, gar nichts meins, dann kann man das gut machen. Oder später, wenn ihr sagt, ja, Karpfenangeln bin ich jetzt durch, ich habe mein Karpfen-Setup fertig, jetzt gönne ich mir mal komplett Spinning-Setup. Auch dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, wobei dann könnte man sich auch eigentlich noch mehr oder hochwertigeres leisten. Dann wird man höchstwahrscheinlich vom Level deutlich höher sein. Und dann kann man ja auch schon, ja, in solche Kategorien hier unten vor, keine Ahnung, was haben wir denn hier? Da gibt es
auf jeden Fall, guck mal, Vexila ist zum Beispiel immer auch ein geiles Gerät, ne? Hier mit dem Plus auf die ganzen Montagearten. Vexila habe ich ja auch als, hier mit 40 Kilo, ist doch geil, ey. 7 Gramm Wurfgewicht. Die Vexila habe ich auch als Spinning-Router auf dem Main-Account. Wie gesagt, das Plus hier mit den Montagearten, sensationell. Das Wurfgewicht hier, richtig gut. 40 Kilo hier drauf, reicht auch in der Regel aus. Man kann natürlich noch mal ein bisschen mehr nehmen. Aber wie gesagt, hier, das Teil kann man fast als Medium-Light-Route ja wirklich verwenden. Ja, Spinner, man könnte es fast an Belaya oder auch an der Tunguska kann man hier ganz gut angeln. Naja, aber das ist wie gesagt was ganz anderes. 10.000 für eine Route und dementsprechend eine Rolle, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, es ist wie gesagt die Super Duty geworden, jetzt mit Level 22. Erstmal, ja, man kann sich schon ab Level 14 benutzen. Man muss natürlich dementsprechend auch die Skillpunkte drin haben. Nicht beim Posen, sondern beim Spinning. Das heißt, man muss hier Baitcast frei haben. Also Casting-Routen, Baitcast. Und dann lübt er dann natürlich auch. Ne? Und ja, hier ist das Gerät. Ich hatte das schon mal gerade zur Seite gestellt. Die Super Duty CST78H und wie gesagt, das Geile ist, sind wir schon auf die Rolle eingegangen? Sind wir noch gar nicht. Das Wichtige ist, die Rolle, gucken wir gerade nochmal kurz rein ins Angelgeschäft, die Angelrolle muss ja auch ein passendes Wurfgewicht haben. Und nicht nur ein passendes Wurfgewicht, sondern eben auch die Tragfähigkeit. Also, die drei Komponenten, die passen müssen, ist einmal Kohle. Kohle sowieso. Kann ich mir das überhaupt leisten? Dann Tragfähigkeit der Route und Wurfgewicht der Route. Und Tragfähigkeit der Rolle und ja, Wurfgewicht der Rolle. Denn gerade bei dem Baitcast ist es halt so, ab Level 22 zu verwenden. Die mittlere ist es geworden. Es ist bei Baitcast jetzt hier nur eine 5000er. Aber da geht ordentlich Meter drauf. 13 Kilo an Tragfähigkeit oder an Bremskraft. Und das Wurfgewicht ab 11,5 Gramm. So, und hier haben wir das alles schön jetzt zusammengebaut. Das heißt, hier ist es 14 Gramm. Die Rolle ist sogar noch leichter vom Wurfgewicht, sind bei 11 Gramm. Und dann haben wir hier 24 Kilo Tragfähigkeit. Das heißt also, die Tragfähigkeit der Route ist satt. Ich kann mir irgendwann auch nochmal vielleicht eine bessere Rolle draufpacken und kann damit immer noch schön weiterarbeiten. Allerdings reichen mir die 13 Kilo Bremskraft auch schon aus, um die meisten Hechte, und das ist Main oder das Wichtigste zurzeit. Mit Hechten macht man einfach wahnsinnig gut Silber. Immer schön die Hechtaufträge in den Cafés, an den verschiedenen Gewässern abarbeiten. Das lohnt. Ja, und hier geht es dann halt wirklich dann darum, was angel ich damit? Und mit 13 Kilo habe ich mir gedacht, komme ich erstmal gut klar. Ich kann an Koori kann ich vernünftig angeln. Wie gesagt, die Hechte rausziehen. 13 Kilo Bremse. Und mit der Schnur jetzt hier habe ich 200 Meter da drauf. Das passt. Die Schnur ist ein bisschen härter noch gewählt, ein bisschen größer von der Tragfähigkeit. Auch hier das Stahlvorfach ist natürlich deutlich höher von der Tragfähigkeit. Das heißt, sollte jetzt hier irgendwie was schief gehen oder sollte ich mal den Bügel oder die Bremse zumachen, wird mir wahrscheinlich die Rolle kaputt gehen. Mache ich aber nicht. Im Idealfall mache ich das nicht. Ja, so sieht es gerade aus. Das ist das Setup. Und wie gesagt, vom Wurfgewicht ist es echt spannend. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Das ist jetzt ein 8 Gramm, also knapp unter der Hälfte eigentlich vom Wurfgewicht. 8 Gramm Köder hier dran.
Normalerweise sieht man ja schon mal, wenn man so 2-3 Gramm drunter ist, wirft man das Teil fast nicht mehr aus. Und das ist doch für wahnsinnig unterm Wurfgewicht, ist das doch echt vernünftig. Da bin ich doch super zufrieden mit gerade. Das jetzt nur mal so als Beispiel, wie weit man mit so einem 8 Gramm Köder hier auf dem Gerät dann doch auswerfen kann. Sensationell. Also ganz anderes Flugverhalten oder Wurfverhalten. Hier mit diesen, mit den Uglies gerade unterwegs, speziell, also ich weiß, die meiste Zeit am Koori. Gucken wir mal, wie sieht das aus hier mit so einem 2 Gramm Köder. Auch das, das ist ein 2 Gramm Köder. Hier ist das Wurfgewicht nicht bei 14. Also auf einer, zack sogar bis, auf einer Spinning-Route, da wäre der, ich könnte weiter spucken. So weit wäre der rausgegangen. Also safe. So, das wäre Spinning-Route. 14 Gramm Wurfgewicht, beziehungsweise 11, zack. Das ist doch vernünftig. Also ich bin wirklich angetan davon, dass das Wurfgewicht wirklich nicht so dermaßen entscheidend ist, anscheinend, auf den Basecars, oder die einfach doch leichter noch auswerfen als oder deutlich leichter rauskommen als die Spinning-Routen. Ja, das ist das Gerät. Damit geht es, wie gesagt, jetzt den Koori rauf und runter. Und natürlich auch an der Festung. Das heißt, da werden wir jetzt demnächst schön auf Hecht gehen. Wenn man... Das war jetzt Part 1 sozusagen. Wenn man dann doch sich denkt, okay, ich will aber vielleicht nicht nur Spinning, ich will auch zwischendurch noch auf Grund wieder gehen, weil ich weiß es ja noch nicht genau. Dann wäre ab Level 22 doch wieder mein Schema F, meine Angewohnheit würde dann wieder greifen, also dann doch eher auf Spinning-Route gehen. Das heißt, die Spinning-Route, und da wird sich tatsächlich die Super Duty, ja, entweder diese hier, die Medium, oder, ja, ich mag eigentlich eher die S88H, die harte, die robuste. Ich bin kein Fan von ultraschneller Aktion, dafür ist mir dann der Kopf vorne zu weich, wenn man da ein schweres Gewicht dran hat, finde ich es immer ein bisschen schwierig, da in den Jig reinzukommen. Eine gewisse Steifheit vorne an der Spitze der Route ist schon immer ganz praktisch, finde ich. Ist aber vielleicht auch Geschmackssache. Also ich habe lange halt mit denen hier rumgeangelt. Wahnsinnig gutes Gerät. Das kann also wirklich auch massiv dicke Brocken rausziehen. Auf dem Main ja auch die dicken Welse oder auch einen fetten Wels mit über 80 Kilo gezogen. Das klappt alles hier. Also mit so einem Gerät, also nicht... Man muss jetzt nicht sagen, oder man kann jetzt nicht sagen, kein Problem damit. Natürlich ist ein 80 Kilo Wels auf einer 24 Kilo Route immer Action und ein bisschen ein Theater. Aber man kriegt es irgendwie noch einigermaßen damit gebacken. 24 Kilo Tragfähigkeit, dementsprechend eine Rolle, die da irgendwie auch mithalten kann. Das wäre dann eine Stationärrolle. Wenn man es... halt je nach Budget halt wieder, ne? Wenn man sagt, okay, jetzt will ich Spinning machen, aber wie gesagt, irgendwann auch nochmal auf Grund weitergehen. Ich hatte mit dem Account hier 7000 Silber und ich hatte auch gerade noch, hatten wir gerade noch hin und her geschrieben, hier der Sprinkelalten, haben wir noch ein bisschen uns ausgetauscht. Er lag auch bei 7200 Silber. Auch mit Level 22, wollte allerdings komplett auf Grund gehen. Da gehen wir dann jetzt gleich nochmal drauf ein, wie das mit dem Grundangeln wäre. Aber von der Rolle, mit der Stationärrolle, kann man sich dann halt überlegen, nehme ich jetzt die Sputnik Titan
13 Kilo Bremskraft. Da passt richtig viel Schnur drauf. Oder gehe ich dann tatsächlich auf die HSV? Je nach Budget, je nach Budget. Also wenn ich im Bereich von Level 22 angekommen bin und ich habe, keine Ahnung, vielleicht nur 4.000 oder 5.000 Silber über, irgendwie muss man mal vorwärts kommen und man kommt irgendwann halt nur noch effektiv vorwärts, wenn man mehr Fische zieht, dickere Fische zieht. Ich kann auch jeden verstehen, der dann irgendwann auch sagt, hör mal, ich habe so die Faxendicke vom Moskitosee oder vom Windenbach immer nur Stippen und immer nur Kleinfische rausziehen. Irgendwann will man auch mal was Dickeres ziehen, gerade wenn man schon an die anderen Gewässer kann, wie zum Beispiel an den Koori. Also dann will man auch mal ein bisschen was Größeres rausziehen. 15,5 Kilo ist natürlich top. 15,5 Kilo, wenn man damit zwei Routen ausgerüstet hat und dann auf dem Koori schleppen geht. Damit kann man richtig was rausziehen. Hier könnte man tatsächlich auch ganz gut eine Monoschnur verwenden. Da passt genug Schnur drauf. Das heißt, der Verschleiß hier drauf wird dann noch weniger sein als bei einer geflochtenen. Man kann die Mono vielleicht sogar komplett ohne Vorfach verwenden. Da gibt es ja auch zurzeit wieder viele, die das ausprobieren. Einfach mal auch ohne Vorfach. Oder halt Fluorocarbon only. Solche Sachen kann man ja auch testen. Schauen wir mal eben rein. Das sind 2800. Da sind wir also bei 5770 aufgerundet. 5770 für zwei dieser Rollen. Das muss man halt dann schon bedenken. Ne? 5700. Und dann wären das bei den Spinning Rods plus 1844 sind 7600. Okay, ist auf jeden Fall nicht das kleinere Budget. Aber man könnte natürlich auch erstmal ein Setup holen, dann noch ein bisschen fleißig auf Hecht gehen. Das heißt, mit dem Setup einmal diese Route und einmal die HSV-Rolle mit 15 Kilo. Damit kann man schon fleißig auf Hecht gehen und ordentlich ein paar Brocken rausziehen. Und sich dann natürlich schon wieder direkt, also nach kurzer Zeit, schon die zweite Route dann holen. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch die Einroutenlösung erstmal gewählt. Ich hätte auch gerne direkt zwei gehabt zum Schleppen. Ist natürlich immer angenehmer, wenn man direkt mit zwei Routen loslegen kann und oder drei Routen und direkt dann am Koori schleppen kann. Was ich gemacht habe jetzt zuletzt am Koori, war dann mit der Baitcast, die ich habe, und dann zusammen mit der Medium, die ich hatte, mit den beiden einfach zusammen, die sind ja beide jetzt hier aus dem Tutorial, die erste halt, die halt für ein Belaya gedacht ist, mit einer Tragfähigkeit von 7 Kilo, mit der 3000er Rolle, die ordentlich verwendet, und die Snowflake Spinner dran und damit schleppen gewesen. War gar nicht schlecht. Grün hat jetzt diese Woche ganz gut funktioniert. Grün und war es pink? Ich glaube, es war der pinke. Also grün auf jeden Fall oder grün und blau. Also die haben ganz gut funktioniert am Koori beim Schleppen. Es sind tatsächlich auch einige Eschen reingeballert. Also es war wirklich ein ganz angenehmes Angeln. Vor allem dann, wie gesagt, links und rechts eine Route draußen und dann da so ein bisschen im Kreis gefahren. Ging echt gut. Und hierfür hatte ich mir dann jetzt für die schwerere jetzt hier mit rund, ja, sagen wir mal so 13 Kilo Bremskraft. Ja, also ich sag mal, die Hechte, die da reinballern mit 7 Kilo oder sowas, die ziehen natürlich eine Weile ab, aber man kriegt sie relativ schnell gebremst. Also die Power von so einer Baitcast-Rolle hier, die ist schon nicht zu unterschätzen.
Das ist echt, fühlt sich echt gut an. Ja, die dann aber auch ausgerüstet mit dem Snowflake Spinner. Wie gesagt, hat auch funktioniert. Gerade beim Schleppen ist das ja vom Wurfgewicht nicht so wirklich relevant. Hat gut geklappt. Wo ich natürlich jetzt viel Kohle für ausgegeben habe, das heißt die letzten zwei, drei Kescher, die ich voll gemacht habe mit Hechten, wo ich mal wirklich so eine Stunde wieder angeln war auf Hecht. Die gesamte Kohle ist komplett kratsching, hören wir schon im Hintergrund, natürlich wieder im Angelshop gelandet. Weil ich natürlich jetzt mit der neuen Route neue Köder brauchte. Das heißt, zum einen sind ein paar Blinker reingegangen. Eine Auswahl hier von den Vaikos, die man ganz gut verwenden kann. Hunter muss ich demnächst auch nochmal holen. Also Vaiko als erstes. Dann natürlich auch Wobbler. Zurzeit am besten haben sich die angefühlt. Deswegen hatte ich die auch komplett geholt. Ich hatte erstmal hier die beiden Grünen. Genau, die Grünen und hier unten den 006er. Und jetzt habe ich auch alle anderen nochmal geholt, alle drei anderen. Und die fühlen sich echt gut an und funktionieren vor allem auch sehr gut. Er hier vor allem, zuletzt top auf Hecht. Oder mal auch der Dunkle. Also das läuft gerade echt gut. Ich angel die tatsächlich gerade noch mit diesen fiesen Drillingen. Ich kriege die Bremse damit ganz normal zu. Das heißt, die sind nicht zu schwach zurzeit, noch geht es gerade, aber ich bin trotz allem sehr vorsichtig damit, versuche auch immer noch einen Anschlag zu setzen beim Spinnen oder wenn ein Hecht dann da reingeht, weil die Haken sind halt wirklich Murks, aber wenn man überlegt, ein Haken kostet dann nochmal irgendwie 20, 30 Silber, dann wird es langsam eng. Eigentlich hätte ich erst lieber gern noch eine zweite Route, ein zweites Setup und dann geht es erst in den Feinschliff. Dann werden hier die ganzen Haken und sowas verbessert. Weil noch geht es. Oder ich mache so Stück für Stück einen nach dem anderen. Mal gucken. Aber im Moment halt noch nicht. Ja, dafür ist natürlich dann wieder ganz viel Kohle rausgegangen. Das heißt, ich bin jetzt im Moment bei knapp unter 3000. Und ja, der nächste Schritt. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das so läuft. Ob vielleicht der nächste Schritt nochmal eine Verbesserung der Stipprouten ist. Eigentlich würde mich echt interessieren, nochmal eine vernünftige zweite, eine zweite zum Schleppen. Oder die man eben auch zum Schleppen verwenden kann. Das wäre nicht schlecht. Oder tatsächlich eine Route, die nochmal deutlich stärker ist. Einfach nochmal eine Nummer drüber gehen. Vielleicht kann ich schon in der Zeit genug Kohle zusammenangeln. Kommen wir nochmal jetzt als drittes dann zum Grundangeln. Wenn ihr jetzt sagt, alles klar, Spinning ist erstmal gar nicht meins, ich habe eigentlich Bock aufs Grundangeln und da muss man sagen, das ist auch das Interessanteste eigentlich für alle Anfänger, die das Game ganz neu sich angucken und vielleicht auch insgesamt gar nicht so viel Ahnung haben vom Angeln. Das Grundangeln ist mit das Entspannteste und auch das Angeln, womit man halt die meiste Kohle macht. Am schnellsten. Und man hat natürlich auch eine gewaltig große Auswahl an Fischen. Es ist vielleicht nicht ganz so schwierig. Wobei wir das Grundangeln jetzt vom Karpfenangeln nochmal ein bisschen fernhalten. Das Karpfenangeln ist dann wieder, ja, so dieses i-Tüpfelchen auf dem Grundangeln, wo man dann wirklich gucken muss, dass die Futtermische mit den Boilies harmoniert und so weiter und so weiter. Anderes Thema. Aber fürs Grundangeln allgemein würde ich mit einem Budget von rund 7000, und das hatte ich dann vorhin auch dem Sprinkel so geschrieben, ich würde tatsächlich mir ein Dreier-Set holen. Drei Routen, Fortuna Fida FD 420 mit 19 Kilo und da die Sputnik Titan mit 13 Kilo Bremskraft draufhauen. Ich weiß, das wird mit Sicherheit auch wieder viel Diskussionsstoff geben, unten in den Kommentare. Man könnte sich dafür für das Geld auch eine Karpfenroute schon holen.
Angelruten, Fiederruten, Karpfenruten. Zum Beispiel hier die Fortuna Carp mit 40 Kilo Bremskraft oder 40 Kilo Tragkraft. Könnte man sich natürlich auch holen und dann auch da wieder die HSV für nehmen. Aber dann hat man eben nur eine Route. Und man hat zwei Kindergartenrouten und eine mächtige. Wenn man da Bock drauf hat, kann man das machen. Ich denke, der schnellere Weg, um vernünftig an Kohle zu kommen, ist der über die Fiederrouten. Also 7000 Ocken, oder was hatte ich geschrieben? Ich hatte das irgendwie hochgerechnet. Genau. 6819 Silber für das Dreier-Set. Und dann gib ihm. Genau, auf diese Sputnik, auf die Titan passt sogar eine Monoschnur. Rund, ich glaube, um die 300 Meter waren das. 17 Kilo Schnur passt da drauf. Hier von der Snake Heavy Line 38. Gucken wir nochmal eben rein. Angel, Schnüre, Mono. Das Gerät hier zum Beispiel. 38 LB, 17,3 Kilo. Ist jetzt ein bisschen zu dick sozusagen. Warum diese Schnur? Weil man sie halt schön noch abnutzen kann. Das heißt, auch wenn die mal so 10% Verschleiß hat, hat die immer noch an ausreichend Tragfähigkeit. Man nutzt ja hier eine Rolle, die nur 13 Kilo Bremskraft hat. Dementsprechend dann einfach noch ein Vorfach nehmen. Fiedervorfach. Dann gucken wir einfach mal hier. 13,8 Kilo zum Beispiel. Zack. Dran geklatscht und dann gib ihm. Also mit dem Setup. Und dann ab an einer, ob das an einer Festung ist, auf Amure oder sowas, wird funktionieren, wird im Grenzbereich natürlich auch wieder grenzwertig, aber auf jeden Fall gut zu stemmen. Und wie gesagt, man hat halt drei Routen draußen und kann damit ordentlich was rausziehen. Und ich denke mal, sämtliche Fische bis 10 Kilo, ob das jetzt Schleien sind und kleine Karpfen und was nicht alles. Und Brassen kann man kloppen. Man hat also mit dem Setup überhaupt keine Probleme mehr. Man kann auch Quappen und kleine Welse damit vielleicht noch ziehen. Ich sag mal, alles so bis im 10-Kilo-Bereich sollte wirklich problemlos damit gehen. Zwischen 10 und 20 liegt natürlich in der Natur der Sache. Wenn man eine 13-Kilo-Bremse hat auf der Rolle, wird es dann irgendwann, alles was über 13 Kilo geht, wird es dann natürlich irgendwann eng. Ganz klarer Fall. Aber wie gesagt, ich denke, über Zeit oder mit drei Routen kommt man einfach schneller wieder auf den grünen Zweig. Und wenn man sagt, okay, ich bin geduldig, das wäre dann halt der andere Weg. Ich bin echt geduldig und ich kann auch nebenbei noch Stippen oder Spinning machen. Ich angel nur mit einer Rolle und gehe dann direkt auf Karpfen und sowas. Dann direkt auf die Karpfenroute und ja, erstmal auf die HSV. Wobei auch da ist natürlich die HSV nicht die Idealkombination zur Karpfenroute. Also auch da hat man dann irgendwann mal das Gerät sozusagen übrig und kann es eigentlich gar nicht mehr wirklich verwenden irgendwann. Ne? Das ist ja immer der Punkt. Man versucht halt dieses Setup überhaben. Das muss man halt versuchen zu vermeiden. Ja, soweit zum Shoppen. Soweit zum Shoppen. Wie gesagt, die wichtigsten Sachen sind eigentlich immer: Was habe ich für ein Budget? Wie ist die Tragfähigkeit der Rute? Und jetzt ist nicht die Tragfähigkeit der Rute entscheidend dann für die Schnur, sondern es macht halt bei einer 40 Kilo Rute macht es halt dann keinen Sinn, eine 30 Kilo Schnur drauf zu packen und sich denken, ja geil, das passt schon. Wenn man eine 13 Kilo Rolle hat, dann ist die Rolle natürlich auch komplett überfordert und dazu kommt, eine 30 Kilo Schnur ist halt so fett. Und wie viel Meter passen da auf eine kleine Rolle?
da passt halt kaum was drauf. Auch das muss natürlich passen. Wie viel Fassungsvermögen, und das kann man einfach ausprobieren, rennen wir nochmal eben zurück, kann ich ja mal eben zeigen. Einfach ausprobieren, reingehen in den Shop und dann sagen, alles klar, ich hätte gern die Titan. Da ist sie, gekauft. So, dann hätte ich gerne die Angelschnur, wie gerade schon gesagt, die hier mit, so, zack, 150, gekauft. Und dann tüdelt man das einfach mal zusammen, ganz wichtig, nicht verwenden, nur zusammenbauen. Und schon seht ihr, hier würden sogar, er könnte sogar, man könnte sogar noch eine stärkere nehmen, aber muss ja nicht. Ich meine dann, ne, stärkere Schnur, das ist ja schon dick genug. Aber hier passen sogar auf diese, auf die Sputnik mehr als 300 Meter passen hier drauf. 340 Meter würden hier drauf passen. Also, ja, eine richtig schöne, dicke, fette Rolle, das Gerät. So, und dann testet man das einfach. Okay, das passt. Wenn das passt oder wenn die Schnur zu dick ist und es sind zu wenig Meter drauf und ihr sagt, boah, nee, mit 150 Meter will ich hier nicht angeln, dann muss es halt eine dünnere Schnur sein. Und wenn es halt nicht hilft, dann geht man auf eine geflochtene Schnur, wenn man eine ganz kleine Rolle nur hat, auf eine geflochtene Schnur und macht dann Fluorocarbon-Vorfach dran und gut ist. Und wenn ihr dann rumgetüdelt habt und das passt nicht, dann auf Y hier, zack, verkaufen, Schnur verkaufen und alles ist gut. Das geht so lange, wie ihr die Rute, wenn sie zusammengebaut ist, nicht einmal ausgeworfen habt. Sobald ihr einmal den hier gemacht habt und die Schnur quasi verwendet habt, dann war es das schon. Dann ist sie benutzt und dann könnt ihr sie auch nicht mehr verkaufen. Ja, aber nun, ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Ne? Das waren jetzt so die wichtigsten Dinger, die wichtigsten Shopping-Empfehlungen für Level 22. Roundabout mit rund, das kommt ja noch dazu, im Idealfall, wenn ihr es so durchgezogen habt, mit rund 7000 Silber oder halt annähernd, ne? Also wenn man so bei 5.000, 6.000 ist, zumindest annähernd. Ich habe jetzt, ja, also ich habe mal so um die 5.000, wird man zumindest schon mal das eine Spinning-Setup hinkriegen. Und ansonsten, wie gesagt, auch das Grundsetup hier mit den Feederrouten, mit der Fortuna FD 420, wenn man da nur auf Grund geht und dann die Sputnik Titan da drauf hat mit 13 Kilo, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal nur mit zweien da dran und die dritte erangel ich mir. Wenn man zwei Routen schon mal in der Art hat, ist das doch schon mal richtig gut. So, jetzt wollen wir doch nochmal eben hier einmal zwei, dreimal auswerfen, wenn ich schon mal hier bin. Das hat mich nämlich jetzt letztens noch interessiert. Und da habe ich mir gedacht, ah komm, nächste Mal, wenn du am Volcho bist, teste mal hier an der Stelle auch nochmal auf Hecht, ob da was lübt oder nicht. Und jetzt, wo ich gerade hier bin, werde ich hier nochmal ein bisschen ein paar Runden auf Hecht probieren. Hecht wäre nicht so schlecht, wobei es hier natürlich auch ein bisschen gefährlich ist. Das Gewässer ist halt sehr offen hier. Aber das wird schon. Guck mal hier, unterhalb der Tragfähigkeit. Und das ist eigentlich genau richtig von der Wurfreich. Zack, da geht schon was rein. Genau richtig von der Weite. Kommt man weit genug mit raus. Und da ist der erste kleine Hecht. Und wo der ist, sind wahrscheinlich auch noch ein paar andere. Das ist ja so eine geile. Hier ist ja 77-100. Dieser Z-Fisch-Spot ist ja hier links neben mir. Und dann einfach nochmal hier in diesen Winkel rein. Zack, siehst du, da geht schon wieder was. Ah, da teste ich gleich aber nochmal andere Köder. Genau, hier ist das. Und hier ist die ganze Ecke. Hier ist überall so Schilf, auch hier oben hin, alles verschilft. Hier sind überall so Spots. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr auf Hecht probieren. Vielleicht habt ihr ja irgendwo hier auch nochmal einen geilen Hechtspot für den Volcho. Wäre auch nicht schlecht. So. Weiter angeln, ihr Lieben.
Holt euch ein schönes Setup. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Livestream kommen. Montags, mittwochs und freitags um 21 Uhr geht es dann auf Twitch immer los. Wenn ihr da Fragen habt, einfach rein und fragen. Ansonsten auch hier unter das Video die Fragen reinschreiben. Ich hoffe, ich kriege das da beantwortet, wobei es halt im Stream immer ein bisschen leichter ist. Gönnt euch vernünftiges Setup. Wenn ihr unsicher seid, fragt nach. Kauft keinen Bullshit. Wer zweimal kauft, gibt halt unnütze Geld aus. Sparen, sparen, sparen. Nicht unnötig Essen kaufen, keinen Alkohol kaufen, keinen Schabernack kaufen, keinen Schnickschnack kaufen. Nicht unnötig im Low-Level-Bereich Futter mischen, Skillen und was nicht alles und kochen und was für ein Gedöns. Wichtig ist erstmal, dass man ein vernünftiges Setup hat und wenn man dann die vernünftig dicken Brocken rausziehen kann, dann kann man auch Kohle ausgeben, dann ist das auch alles schnell wieder verdient. Petri zusammen, ich wünsche euch ein geiles Jahr 2021, zieht raus die dicken Brocken, viel Gesundheit, alles Gute und auf ein paar spannende Runden hier am Wasser. Bis dahin, Petri, tschüss.